Ja, hallo, liebe Bastelfreunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei Partwork Modellbau. Ich grüße euch recht herzlich, wie gewohnt, zu meinem neuen Video hier auf diesem Kanal. Ja, womit wollen wir uns heute beschäftigen? Welches Modell? Ein Modell, was noch in den Kinderschuhen steckt, aber weitergebaut werden will mit drei neuen Folgen, die mich vor kurzem erreicht haben. Und zwar die Ausgaben 12, 13 und 14 für unseren Optimus Prime aus der Transformers-Reihe. Genau, den wollen wir weiterbauen. Drei Ausgaben sind da. Falls euch wundert, warum drei Folgen? Gab es im Monat nicht mehr? Nie, noch nicht. Momentan gibt es nur drei Ausgaben pro Monat. Wird sich aber im nächsten Monat ändern. Dann kommen, soweit ich weiß, sogar sechs Ausgaben oder fünf. Auf jeden Fall keine vier. Das heißt, da werden wir dann auf jeden Fall schneller vorankommen als bisher. Aber deswegen alle drei Ausgaben auch heute in einem Rutsch. Was wollen wir tun heute? Wir haben zuletzt uns mit dem rechten Fuß auseinandergesetzt, der erstmal soweit durch ist, denke ich mal. Das ist dieser Riesenklotz. Richtig cool, auf jeden Fall. Auch auf der anderen Seite, wo wir dann auch den Reifen noch mit sehen können. Mega, sehr schön. Und dann haben wir begonnen mit dem rechten Bein quasi, beziehungsweise dem Oberschenkel, wenn man so nennen möchte. Da haben wir die ersten inneren Teile, wie ihr sehen könnt, schon zusammengesetzt. Und genau da soll es jetzt mit den Ausgaben 12, 13 und 14 weitergehen. Viele weitere Teile, die genau an dieses Element mit rangebaut werden wollen. Ja, wenn ihr auch Bock habt, den Optimus Prime zu bauen, der ist ja noch relativ in den Kinderschuhen, deswegen könnt ihr da locker noch starten oder sowieso allgemein starten bei Fanhome. Die Projekte sind da ja relativ weitläufig, was die Zeit anbelangt, also gar kein Problem. Schaut bei Fanhome einfach vorbei. In der Videobeschreibung ist auch ein entsprechender Link dazu. Dürft ihr gerne aktivieren, den Link, dann könnt ihr den Optimus Prime euch auch bestellen und dann hilft ihr sogar mir weiter, beziehungsweise den Kanal weiter, denn Fanhome, der Hersteller, bekommt dann Nachricht, wenn ihr über diesen Kanal oder über diesen Link bestellt, weil dann seid ihr quasi über diesen Kanal dort bei der Bestellung gelandet. Das hilft uns auf diesem Kanal auf jeden Fall für neue Kooperationen. Ja, in diesem Sinne, auf geht's. Ausgabe 12 bis 14 für unseren Optimus Prime. Auf geht's. So ihr Lieben, auf geht's. Wir haben ja gar kein Licht hier, sehe ich gerade. Wollen wir heller machen hier, ne? So, sieht schon besser aus. So, auf geht's, liebe Freunde. Das sind die vier Teile für die erste Ausgabe heute, Ausgabe 12 für unseren Opti. Und zwar sollen wir, also wir werden das Innere wohl vervollständigen. Aha, alles klar. Dann machen wir doch mal eben, und zwar sollen wir auch nur was zusammenstecken, so wie es aussieht. Diese Stückchen drehen wir um, ne, nicht um, hier, auf diese Platte soll dieses hier mit dran gesetzt werden. Aha, hat hier drei Pins und das Ganze wird wahrscheinlich genau so, weil es nur so passt, zusammengesteckt. Scheint so, mal gucken, ob dem wirklich so ist, ja, soll aber schon. Ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass es schon hundertprozentig sitzt. An Ort und Stelle? Nee. So. Jetzt aber schon. Muss ein bisschen mehr Schwung reindrücken, aber jetzt sitzt das alles an Ort und Stelle. Okay, das war der erste Schritt. Und soll dann schon an dem inneren Bein quasi angesetzt werden, auch hier nur gesteckt werden. Na, dann gucken wir, warum das Ganze muss. Hier, wo die vier Schrauben waren, zuletzt haben wir hier noch zwei. Hier zwei Verbindungspunkte, okay. Und da sollen die beiden rein. Na ja, alles klar. Und zwar so, wie das aussieht. Genau, sollen wir mal zusammensetzen hier einmal. So, haben wir auch. Sorry für das Rauschen vielleicht im Hintergrund, weil das ist jetzt gerade das Regenband, was hier gerade durchzieht. So, das haben wir und dann sollen wir diese beiden Teile noch zusammensetzen. Genau, da kommt dieses Stück hier einfach rein. Diese Platte wird auch nur gesteckt. Auch fertig.
und soll dann auch mit angesetzt werden. Alles klar. Und zwar wahrscheinlich doch hier rauf. Kann das sein? Ich würde mich nicht wundern, wenn ich das hier draufsetzen muss. Die Pins geben das zumindest schon mal her. Ups. Einmal, zweimal. Wenn es auch noch passen würde, einmal. Wäre es noch besser. So. Ah ja, okay. Schließt bündig ab. Alles klar, wunderbar. Gut. Dann haben wir das auch erledigt. Schöne Verkleidung des Ganzen. Das war Ausgabe 12. Und dann geht's weiter mit der 13, wenn der Regen weniger geworden ist. So, weiter geht's mit der Ausgabe 13. Da haben wir auch ein bisschen mehr zu tun, wie ihr sehen könnt, ein paar weitere Teile. Es geht jetzt um das Knie. Genau, das obere Knie, um genau zu sein. Und ein Stück vom Bein auf jeden Fall werden weiter an den Oberschenkel. Jetzt habe ich auch das richtige Wort, Oberschenkel war es tatsächlich, mit angebaut. Aber erstmal sollen wir hier ein bisschen was tüfteln, nehmen wir mit diverse Teilchen, die wir zusammensetzen müssen. Wir sollen uns zuerst diesen Stift hier nehmen. Und da auch alle Teile fast gleich aussehen, dieses Teilchen hier. Ja, soll hier einmal durchgesteckt werden. Hier sehen wir auch zwei Kerben da und hier die Gegenstücke an dem Pin. Also kann man das einmal durchstecken und bleibt in Position. Alles Metall. Und dann kommt eine von diesen dünnen Platten dazu. Jetzt die Frage, wir haben mit größere und kleinere. Ich brauche, glaube ich, das größere hier. Die größere, die können wir direkt hier in die Einkerbung reinschieben. Kann ja nur so passen. Dann sollen wir wahrscheinlich noch eine nehmen von diesen. Das ist wie eine Unterlegscheibe. Und soll dann hier mit eingesetzt werden, genauso. Dann nehmen wir uns auch hier eine. Zack. Und soll dann zusammengesteckt werden. Zack. Okay, mehr noch nicht. Alles klar. Okay, legen wir uns eben kurz zur Seite und gucken, dass es nicht rausfällt. Okay. Dann brauchen wir als nächstes dieses Element. Da kommt eine Mutter mit rein. Ist das jene hier? Ja, das ist jene. Die ist an einer Seite leicht abgeschrägt. Diese soll nach außen zeigen, an den äußeren Rand. Die soll hier rein, in dieses Loch. Da. Beziehungsweise das kleinere Ende soll jetzt hier nach außen zeigen. Und dann kommt eine Abdeckung drüber, auch aus Metall. So. Und jetzt wird das erste Mal verschraubt mit 2 nm Schrauben. Dann machen wir das. Mal eben. Was die Mutter jetzt für einen Sinn hat, weiß ich noch nicht. Ehrlich gesagt, weil die liegt jetzt da irgendwo. Achso, hier vielleicht. Das könnte Sinn machen, okay. Aber mehr halt auch noch nicht. Wir werden es erfahren. So. Haben wir auch erledigt. Dann sollen wir als nächstes uns diese Platte nehmen. Da kommen auf diese Seite hier auch zwei Unterlegscheiben rein. Das sind jetzt die etwas kleineren. Auf beiden Seiten, die auch noch unterschiedlich geformt sind, sehe ich gerade so. Und dann soll genau dieses Stück, aha, eingesetzt werden. Und dann gucken wir rum. So. Oha, jetzt wird es schon spannend, die Teile zusammenschieben zu können. Weil ich habe das Gefühl, dass die gar nicht so richtig zueinander passen. Soll aber hier durchgesteckt werden. Nur durch diese Unterlegscheiben ist das so schwer. Andere haben wir nicht. Ja, muss das ein bisschen stark drücken. In diesem Fall. Und noch weiter drücken, bis die Löcher hier übereinander liegen.
Wir kommen zum Ziel. So. Liegt das jetzt hier übereinander. Und dann sollen wir, glaube ich, verschrauben. Mit dieser langen Schraube. Dazu kommen noch zwei von diesen metallenen Unterlegscheiben dazu. Die sollen hier rüber. Eins, zwei. Und dann soll das hier rein. Das wird jetzt spannend. Ich habe hier so einen Schlüssel mit dabei, das ist ja sehr nett. Da drehe ich mir aber auch einen Wolf. Wenn ich jetzt den erstmal hier so reinpulen soll. Wer denkt sich sowas aus? Du bist ja ewig dabei. Ja, das können Sie so ein bisschen ziehen, denke ich. Den Finger drehen kannst du definitiv nicht mehr. Da muss man das ja zwangsläufig so machen. Ich denke, das wird die einzige sein. Geht sie wieder leicht. Bis sie immer wieder klemmt. Wie jetzt gerade. Merkt man gleich an dem etwas größeren Widerstand, den man dann wieder hat. So soll man das Ganze Stück für Stück festschrauben. Wie gesagt, kann sich nur um Stunden handeln. Ja, ein bisschen haben wir noch, aber ich glaube, wir sind gleich am Ziel. Mensch. Nicht immer abrutschen. Ist halt doof, wenn die Schraube an sich, der Kopf, da so ein bisschen in der oberen Fläche schwebt, quasi. Ja, nichts abreißen hier, aber jetzt sitzt die auf jeden Fall. Haben wir. Gut, dann drehen wir das Ganze einmal, so rum. Dann soll ich hier noch zwei wahrscheinlich wieder große Unterlegscheiben rein, beziehungsweise ne, nur auf die Seite. Und dann kommen wir wieder zum Oberschenkel. Aha, jetzt kommt das Ding hier auf die andere Seite. So sieht das nämlich aus. Da kommt das rein, wieder die letzte große Unterlegscheibe. Und jetzt kommt das alles zusammen. Die beiden Pins sollen die Löcher jetzt rein. Ja, und das ist nämlich das, was ich schon fast gedacht habe, dass die Unterlegscheibe wieder rausplumpst. So. Haben wir auch zusammengelegt. Und dann sollen wir jetzt zweimal verschrauben. Ah ja, hier, okay. Ups, zweimal verschrauben mit zwei weiteren NM-Schrauben. Darf nichts auseinanderfallen lassen hier. Ja, das werden diese beiden aber sein. Einmal. Und wo ist die zweite? Da ist die zweite. Na, komm, willst du wohl? So, dann haben wir das auch. Sollen wir dann wieder zur Seite legen? Dann als nächstes kommt diese Platte. Dieses mit dazu soll hier so mit draufgelegt werden. Welches ist, glaube ich, egal. Sind beide gleich groß. Na, das passt. Und das genauso. Okay. Einmal draufsetzen. Und wird mit einer MP-Schraube verschraubt, beziehungsweise vorher kommt auf die Schraube am besten noch eine metallene Unterlegscheibe.
schrauben wir das hier fest. So. Bleibt nicht ganz so beweglich, dann machen wir schon wieder lockern. Reicht ja so ein bisschen, dass sie noch bewegen lässt. Okay, so. Und soll dann auch angesetzt werden, wieder an dem ganzen Beinstück. Ja, toll, dass das wieder rausfällt. Ja, das löst sich ja alles wieder hier. Geil. So. So, jetzt woran? Hier oben. Hier in das Loch. Gesetzt werden. Genau. Oh Gott. Kann sie überhaupt nicht sehen. Das Ganze soll hier so ran, glaube ich. Hier so. Und dann auch mit einer Unterlegscheibe und einer HM-Schraube jetzt. Verbunden werden. So. Haben wir auch dran, diese Platte. Okay. Und dann haben wir noch diesen Pin hier. Da soll dieses ran. Hier einmal dazwischen gelegt werden quasi. So. Da kommt dann dieser Stift durch. Der das dann idealerweise, wenn alles in deiner Position ist, hier dann zusammenhält. Das ist aber prädestiniert für eine Zange. Wenn die groß genug wäre. Den Stift hier einmal reinzukriegen. Hier geht das bündig durch. Das heißt, ich muss nur die Position finden, wo ist der Pin. Den gleich macht. Achso, da oben. Kann sein, dass der ein bisschen weiter oben sitzt. Ah, hier, da sitzt er. Da ist er ein Stück weit reingegangen. Ja, sitzen tut er. Aber weiter bewegen tut er sich noch nicht. Nee. Da tut sich noch nichts. Ich muss das mal eben hinter der Kamera mir angucken. Was seid? Es geht sofort weiter. Dann auch nämlich mit der Ausgabe 14, weil das soweit alles zusammensitzt. So ihr Lieben, der Stift sitzt mittlerweile drin und die nächsten Teile liegen schon parat. Ausgabe 14 kommt jetzt zum Einsatz. Die letzte für heute, ist auch schon lang genug gewesen. Und zwar sollen wir uns erstmal darum kümmern, dieses goldene Stück mit anzusetzen. An unserem Beinelement. Und zwar genau da, wo jetzt noch alles locker war, hier nämlich gerade, soll das Ganze jetzt nämlich zusammengesetzt werden. Und zwar kommt hier rein auch einmal eine Mutter, wo ist sie denn? Hier ist sie, mit der kleinen Öffnung nach oben. Na komm. Will noch nicht richtig in die Vorrichtung rein. Jetzt haben wir es. Und dann soll das Ganze angesetzt werden. Einmal andersrum. So wie das aussieht. Auf diese andere Seite.
soll wohl so, wie es jetzt hier so aussieht, eingesetzt werden. Okay. Und jetzt kommt von der anderen Seite wieder mit einer Unterlegscheibe und mit zwei Unterlegscheiben versehen. Und wieder zwei verschiedene. Gerade eben habe ich dummerweise zwei gleiche genommen. Mein Fehler, aber ich glaube, das hat dem Ganzen keinen großen Abbruch getan. So, kommt das Ganze jetzt hier rein. So, ein bisschen gegriffen hat das Ganze schon, das ist schon mal gut. Aber das Ganze jetzt festdrehen ist halt wieder ein bisschen langwierig. Weil man mit den Fingern das halt wenig bewegen kann. Und der Kopf, der Schraube wieder so hier im Nirvana rumfliegt. Und mit so einem kleinen Schlüssel ist das halt auch super cool. Aber, ne, man soll ja, ich will ja auch manchmal auch zeigen, wie es ist, wenn man mit den Hilfsmaterialien, die geliefert werden, arbeiten muss. Es geht natürlich alles, gar keine Frage. Nicht jeder hat vollständiges Werkzeug hierbei. Deswegen ist es schon gut, wenn der Hersteller mitdenkt und dann gleich solche Teile auch mitliefert. Weil muss ja nicht jeder sowas immer im Hause haben. Von daher ist das schon richtig. Und Drehung für Drehung oder halbe Drehung für halbe Drehung kommen wir dem Ziel näher und das Ganze wird fester. So, haben wir auf jeden Fall dran. Wunderbar. Dann sollen wir als nächstes auf dieser Seite, hier haben wir ein Loch, da kommt dieses hier mit rein. Geht nur in einer Position. Hätte, würde, sollte, könnte, müsste. Hier ist gerade was auseinandergeflogen. Hier oben. Ist auch geil, dass die Schraube überhaupt nicht gegriffen hat. Warum nicht? Überdreht kann ich sie ja schlecht haben. Die fällt ja so wieder raus. Ist auch geil. Ohne Unterlegscheibe hält sie dann besser. Ja, da dann schon. Dann nehme ich die Unterlegscheibe weg. Bewegt sich ja trotzdem. Wurscht. It should sit behind the blue plate. Aha. Aha. Hinter der Platte sitzen. Das ist aber auch eine witzige Angelegenheit. Das Teil hier reinzupulen, das hätte man auch gerade eben schon machen können. Würde ich jetzt mal so sagen. Aber so soll es sitzen. Alles klar, haben wir. Dann sollen wir als nächstes zwei von diesen Plastikunterlegscheiben nehmen, die wir noch haben. Aus der Ausgabe 13, siehst du, die brauchte ich dann doch noch, also nichts hier mit überschüssigen. Alles klar. Die sollen wir jetzt hier auf beide Seiten einlegen. Mhm. Einmal. Zweimal. Da kommt doch bestimmt was ran jetzt, genau. Und zwar dieses Element. Was hier drüber gelegt wird jetzt. So. Mit dieser Spitze nach oben. Und da kommt eine NP-Schraube durch. Eine ganz lange hier. Von dieser Seite aus, ja.
machen wir auch. Sitzt und bewegt sich. Gut. Dann kann man es eben zur Seite legen. Brauchen als nächstes dieses Stück und diese Platte. Die kommen zusammen. Nein, der gehört so schräg. Alles klar. Soll so zusammengesteckt werden. Das wird nur gesteckt. Dann kommt dieser Arm dazu. Der ist aus Metall. Der kommt hier oben hin. Mit dem Pin hier vorne weg. Der rastet auch mit ein, spannenderweise. So, und wird dann hier bestimmt mit einer Schraube, nee, mit keiner Schraube, sondern mit diesem kleinen Stift hier gehalten. Das geriffelte Ende soll nach oben zeigen. Das ist auch wieder prädestiniert dafür, um den mit einer Zange gleich hier reinzudrücken. Den hatten wir schon mal durch solche Stifte bei anderen Automodellen, glaube ich. Nur deutlich kleiner. Aber nur wenn es hundertprozentig sitzt, kann der auch durchrutschen. So. Oder mit ein bisschen Schwung halt. So. Haben wir auch dran. Alles klar. Und dann soll, sollen wir hier eine Platte bewegen, um wahrscheinlich hier ranzukommen an diese Löcher. Im Ernst? Ich kann nicht mal auseinanderhalten, welches Loch es ist. Ich glaube dieses hier. Und sollen das hier drüber legen. So, wohl. Ja. Und dann mit einer HM-Schraube und einer Unterlegscheibe. Festgehalten werden. Na, gucken wir mal. Er hat ja schon mega Details, der Opti, ne? Ist ja schon der Wahnsinn. Okay, und dann sollen wir die zurückklappen. Ist auch mega. So, irgendwie. Okay, haben wir auch. Ach so, soll das, glaube ich, zusammenkommen. Mhm. Alles klar, haben wir auch. Ja, legen wir auch zur Seite. Und dann kommen noch diese beiden Platten zueinander. So wie das aussieht. Ja. Dann kurz gucken, dass die Form passt. So passt es zusammen. So. Und diese Platte kommt ja auch mit ran. Geht wahrscheinlich auch nur in einer Position. Gehe ich mal ganz stark von aus. Und Anordnung der Pins. Richtig, genau. Und dann auch diese beiden kleinen Ärmchen, die sollen auch mit angesetzt werden. Die sind an der Seite abgeschrägt, wie man sehen kann. Das Abgeschrägte soll nach innen zeigen. Soll nur drauf gesetzt werden. Na gut, dann machen wir auch das. Sieht aus wie so Bremsscheiben. So ein bisschen. So. Und soll dann auch angesetzt werden. Und zwar... Ah ja, okay, auf diese beiden Löcher, die wir jetzt hier noch übrig haben, die das Ganze jetzt hier quasi auch so verdecken werden. Gut, und ich glaube, dann sind wir durch. Tatsächlich. Wahnsinn. Nicht schlecht. Also das ist das Ergebnis bis jetzt. Das lässt sich auch hier ein bisschen bewegen, das Ganze. Ne? Soll ja auch sein. So sieht das Ganze aus nach Ausgabe Numero 12 bis 14. Genau, da haben wir den Oberschenkel und das Knie, was sich dann ja schon, wie ihr sehen könnt, deutlich entwickelt hat. Viel Luft haben wir jetzt aber nicht zum Drehen hier. Das ist ganz spannend. Das Knie kann sich nicht viel bewegen, das Knie. Na gut, könnte aber auch dann das äußere Knie sein. Naja, wir werden sehen, wie sich das Ganze weiter entwickeln wird.
Ja, ihr Lieben, die Ausgaben 12 bis 14 sind auch fertig. Der Oberschenkel für unseren Optimus Prime hat sich mächtig entwickelt. Genauso wie das Knie, was hier mit dran ist, bewegt sich auch. So ist der Plan des Ganzen. Und dann haut das überall noch überall gegen hier. Aber viel Bewegung hat das tatsächlich nicht. Ein bisschen halt nur. Aber ich bin gespannt, wie das Ganze da weitergehen wird. Gut, haben wir erledigt. Wie geht's weiter? Keine Ahnung, kann ich noch nicht sagen, denn Vorschau ist nicht drin im Heft. Das heißt, ich gehe aber davon aus, dass wir genau mit diesem Element dann weitermachen werden und irgendwann das Ganze so weit runtergebaut haben, dass wir dann das Ganze in den Fuß mit einsetzen können. Gehe ich jetzt erstmal von aus. Ja, beim nächsten Mal wird es dann auch mehrere Ausgaben wieder geben, zumindest in Lieferung. Und dann gucke ich mal, wie sich die Ausgaben so zeitmäßig ergeben. Und dann wird das Ganze entsprechend in Form von Videos dann verpackt werden. Gut, dann sind wir soweit durch. Danke euch fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, den dürft ihr gerne da lassen. Kanal-Abo genauso. Und dann würde ich mich sehr freuen natürlich. Und ihr bekommt direkt Nachricht, wenn neue Videos hier auf diesem Kanal online gehen. Bis zum nächsten Video. Egal welches es ist. Und auch egal, wer vor der Kamera sitzt. Wünsche ich euch noch einmal schöne Tage. Lasst es euch gut gehen. Viel Spaß beim Nachbauen oder Weiterbauen eurer Projekte. Und bis zum nächsten Mal.